dem haben, das ist ein Eierheber. Also, dann wollen wir mal Spaghetti kochen, oder? Zuerst die Hände waschen natürlich. Eigentlich machen wir nicht Spaghetti, sondern Spaghetti-Nis. Das sind die dünnen. Die sehen so aus, die heissen Spaghettini, das ist jetzt Nummer 2. Das ist ein günstigeres Produkt, das gibt es auch ein bisschen teurer und so. Einfach frisches Gras, oder? Nach da noch 3 so Tomaten, oder? Die sind ein bisschen lädiert, seht ihr das? Und das kann man wunderbar wegschneiden und dann hat man noch einen guten Gou, weil die sind jetzt schön reif, oder? Also sobald man den Sugo weglässt, also Tomatensauce oder Bolognese, hat man anständige Spaghetti, oder? Also so in dem Stil. Also das ist unsere Zutatenliste, könnt ihr euch abschreiben noch schön. Da am feuchten Lumpen, oder? Da habe ich jetzt 3 Farben, nämlich den Grün für unter das Brett. Also das hier ist das Brett, dann rutscht das nicht so, oder? Genau, so sollte das sein. Tut mal das Wasser aufsetzen und wir fangen mal gerade an mit den Fleischbällchen. Dann ein bisschen Öl da drin. Das Gestell raus. Einfach da drauf, einfach so. Jetzt muss das richtig geht direkt aus dem Kochwasser. Nicht sparen. Okay. Ich danke fürs Zuschauen und bis gleich. Danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen. Gerne. Danke schön. Das geht weiter, ne?